Ja, naja, aber das ich muss man auch noch mal schauen, ob die Vorbeugung wirklich sinnvoll ist, also für Gesunde. Da streiten sich ja auch in der Medizin die Experten darüber, ob die Vorbeugung wirklich die Lebensqualität erhöht und die Lebensdauer erhöht. Ich bin da sehr skeptisch, ich gehöre eher zu den Skeptikern. Ich habe zwar nichts gegen den Schulzahnarzt, ja, aber wenn Sie das Modell des Schulzahnarztes zum Beispiel jetzt auf Psychologie übertragen wollen, es gibt Ideen, die sagen, man sollte die Kinder schon zum Psychiater schicken, vorbeugend, dann sehen Sie, wie schwierig das ist. Und also da muss man sehr genauer hinschauen, was wirklich funktionell ist. Ich persönlich, und da spreche ich aber eher von mir und will das gar nicht verallgemeinschaften, denke, dass Lernen üblicherweise nicht ohne Not passiert. Also die meisten Leute wollen gar nicht lernen. Das ist ja mühsam, warum soll man sich anstrengen? Man lernt, weil man ja, weil man es nicht vermeiden kann. Man hat dies schmerzhaft erlernt und so weiter. Es gibt natürlich den anderen Aspekt, also ich lerne schon gelegentlich, obwohl ich oft Lernen lieber vermeide, lerne was dazu, aber dann ist das Neugier, dann treibt mich irgendeine Lust dahinter. Aber das ist nicht aus Vorbeugegründen, sondern um des Lustgewinns willen. Also ich glaube nicht an diese, also ich glaube schon, dass natürlich gewisse Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind, ja, sein könnten, sagen wir es mal so, ich bin noch nicht ganz sicher. Ja. Und ich glaube auch, dass die Zukunft, der Blick in die Zukunft was Sinnvolles ist. Aber ob daraus Lernen nun unbedingt erfolgt. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, zum Beispiel als Unternehmer und sage, dieses Produkt hat, es ist abzusehen, dass das im Moment leben wir noch davon, aber in 2 Jahren hat es jeder und wir können nicht mehr davon leben, dann gefällt mir das auch nicht, weil lieber würde ich jetzt mir nichts Neues einfallen lassen müssen. Aber dann mache ich es halt, ja? Aber aus Not. Nicht, ja? Natürlich ist es blöd, da nicht hinzugucken, was mich erwartet. Mir gefällt der Begriff Vorsorge nicht oder Vorbeugen nicht. Ja, ich finde schon, dass man immer die Zukunft mitdenken sollte. Nur man weiß ja nicht, wie sie kommt. Das ist das Problem. Also hat man nur vage Vorstellungen. Man weiß, was kommt. Auch wenn ich Unternehmer bin, muss ich halt auch in Zukunft meine Leute bezahlen. Ja, das weiß, dann brauche ich kein Hellseher zu sein. Und ich musste, damit ich das tun kann, irgendwelche Produkte verkaufen, brauche ich auch keine Hellseher zu sein. Das ist eine Aufforderung, kreativ zu werden. Ja? Aber insofern die Zukunft im Blick zu haben und zu schauen, dass man zukunftsfähig bleibt, und das finde ich schon wichtig. Ich würde es nur nicht gerne mit diesen Gesundheitsmetaphern verwenden, weil mit dieser Gesundheitsmetapher eine Normativität verbunden. Und diese Normativitäten, da bin ich sehr skeptisch, weil die so was Einengendes kriegen. Auf einmal ist jeder gezwungen, morgens, mittags und abends sich die Zähne zu putzen und womöglich geht es ja auch ohne, ich weiß es nicht. Ja. Also da muss man aufpassen, dass man nicht eher eine einschränkende Wirkung hat. Wenn es um Zukunftsfähigkeit geht, scheint es mir sinnvoller zu sagen, wie kann ich Kreativität befreien, loslassen, wie kann ich die Hunde von der Leine lassen, statt zu sagen, ihr müsst jetzt aber auch noch dies machen und das habt ihr schon eure Schularbeiten gemacht. Das ist eine andere Logik dahinter. Es geht schon um Zukunft. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man da hinschauen muss. Aber was tue ich? Tue ich jetzt sozusagen, versuche ich irgendwie jeden in die Volkshochschule zu schicken oder versuche ich ihn auf einen Kreativitätsworkshop zu jagen oder so, oder jage ihn auf eine Expedition? Das ist ein Unterschied.